Ja, hallo zusammen. Heute wird das Video ein bisschen kürzer. Ich will euch nur was Interessantes zeigen. Und zwar bin ich auf die paranoide Idee gekommen, Uyuni zu installieren. Was Uyuni ist, das ist ein Patch-Management-System für Linux, also für Linux-Systeme. Ich habe drei Videos dazu, von der Einrichtung bis Repositories und so weiter. Darum geht es heute primär nicht. Es geht einfach darum, ich habe mir hier Alma Linux schon reingemacht mit den ganzen Paketen. Und jetzt will ich auch noch Kali Linux mit reinmachen. Was mich mega stört, ist, wenn Kali Linux hier direkt im Internet geht und sich die Updates runterlädt. Aber auch die anderen Systeme, die sollten nicht im Internet gehen. Ihr habt es mittlerweile mitgekriegt. Meine Videos beziehen sich immer auf die IT-Sicherheit. Und das ist nicht gut, wenn Serversysteme Zugang zum Internet haben. Die sollen abgeschottet sein, untereinander sprechen und so weiter. Und Patch-Management machen wir quasi zentral. Das mache ich hier jetzt auch. So, zu meinem Uyuni habe ich eine zweite Festplatte hinzugefügt. Ich trenne jetzt die Daten vom Betriebssystem. Die Daten sind quasi die heruntergeladene Pakete hier. Und das Ganze habe ich hier, machen wir es ein bisschen größer, damit ihr seht, um was es hier geht. Wenn ich jetzt df-h mache, dann seht ihr hier, dass dfstb, die zweite Festplatte, meine War Spacewalk ist. Und War Spacewalk, da werden diese ganzen Pakete heruntergeladen. Das hat einen Füllstand von 83%. Gut. Jetzt habe ich ein kleines Problem allerdings, dass ich jetzt schon bei 125 GB bin, mein System hier immer noch beim Herunterladen ist. Ne? Also er synchronisiert jetzt quasi dieses Repository. Die ist gerade bei 57.136 Paketen von 64.426. Und da bin ich nur bei dem Channel Kali Linux Main. Dann kommt noch Contrib, Non-Free Firmware und Non-Free. Das heißt, meine Festplatte wird volllaufen. Jetzt müsste ich das Ganze stoppen, Festplatte erweitern und so weiter. Jetzt zeige ich euch, warum ich Dateisysteme als XFS-Dateisystem mache. Das ist ein reines XFS-Dateisystem ohne Partitionen, also nur ein Dateisystem. Ich brauche da keine Partitionen. Und ich mache das, um eben eine Festplatte im laufenden Betrieb erweitern zu können, ohne die Dienste oder sonst was zu unterbrechen, zu stoppen. Das probieren wir jetzt. Das heißt, ich Aktion machen und Größe anpassen. Und Größenänderung in Gigabyte machen wir mal einfach 150 GB dazu. Rechnet ihr dazu? Ja, okay, das, was ihr da eingibt, rechnet ihr dazu. Und jetzt wäre die Festplatte 300 GB groß. Allerdings nicht hier. Wenn wir hier auf Clear gehen und df-h, dann sehen wir einfach, dass Spacewalk immer noch 150 GB hat auf dfstb. Wenn wir cfdisk machen auf dfstb, cfdisk ist hier, ja, cfdisk auf dfstb. Jetzt will er eine Partition machen, eben nicht. Und deswegen kann ich jetzt einfach nicht so machen. Was kann man machen? Wir können einfach mit df-h und einfach XFS unterstrich GrowFS und dann können wir auf dev ein auf die Partition auf den Mount Spacewalk. Und jetzt sagt er einfach Data Blocks changed von 393 Millionen bla 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 auf das. Wenn wir jetzt df-h machen, dann sehen wir, dass var Spacewalk jetzt 300 GB hat und dass ich jetzt auf 43% bin. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, wie
das ist und warum ich immer Festplatten, wenn ich die mache unter Linux, kommt darauf an, welchen Betriebssystem ich habe. Wenn ich ein Red Hat basierendes System habe, nehme ich sehr gerne XFS. Wenn ich jetzt ein Ubuntu oder Debian, dann nehme ich halt Extended 4 oder Ext 4 und so weiter. Na, eine Festplatte, wenn ihr sie hier einbindet, habe ich in anderen Videos gezeigt, könnt ihr einfach mit MKFS, Make File System, und wenn ihr Tab eingibt, dann habt ihr Extended 2, Extended 4 würde ich zum Beispiel nehmen jetzt für ein Ubuntu oder Debian oder hier für RHEL-basierende Systeme nehme ich jetzt XFS. Gut, ja, das ist diese Geschichte, also ich kann mkfs.xfs, devsdb, wenn die Festplatte jetzt zusätzlich eingebunden ist. Und dann habe ich sie quasi unter vi etc fs tab quasi hier als devsdb auf Spacewalk als xfs mit defaults und 00 einfach nur gemountet. So, das wollte ich euch zeigen, dass wenn man etwas tut, dass man sich vorher Gedanken machen muss, besonders bei Festplatten, wie man die im laufenden Betrieb, ich meine, bei Windows Server ist das nicht so problematisch, da kann man Rechtsklick drauf machen und man kann es erweitern und so weiter, das geht alles. Gut, wenn es interessiert, wie man hier in Uyuni quasi auch Kali Linux mit reintut, kann ich ein extra Video dazu machen. Das mache ich allerdings nur dann, wenn euch das Thema interessiert, und schreibt in den Kommentaren, ob ihr so ein Video haben wollt oder nicht, dann werde ich es auch machen. Wenn ihr nichts dazu reinschreibt, dann mache ich es auch nicht. Gut, also hier unter Kali Linux Main haben wir noch 0 Pakete, ist ja auch klar, und hier haben wir die Festplatte erweitert. Und dann kriege ich keine Kopfschmerzen, wenn der jetzt hier seine Updates macht. So, das war's. Das war heute ein kurzes Video. Endlich einmal, ne? Werdet ihr sagen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.